Wanderlust und Aussicht. Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn. Durch den Podcast wandern Desiree und Gregor Börner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wanderlust und Aussicht. Guck, guck. Wir sind's wieder, neben mir die Desiree. Neben mir der Gregor. Und wir sind heute im Süden des Pfälzerwald. Eigentlich so ein bisschen auch ab vom Schuss, wo wir eigentlich sonst wandern. Aber man kann das Wandergebiet hier auch mal so ein bisschen ausdehnen. In der Pfalz ist es auch schön. Desiree, was haben wir auf dem Weg hierher denn schon alles gesehen? Weinstraßen, Weinreben und Berge und Berge. Berge, die alle bewaldet sind. Das ist mir aufgefallen. Das finde ich sehr schön aus. Dafür ist der Pfälzerwald ja bekannt. Also der geht ja hier los. Oder eben wo kurz, wo wir durchgefahren sind, geht ja eigentlich bis Frankreich fast. Oder drüber sogar. Das ist ein fast zusammenhängendes Waldstück. Unendlich groß, also Wahnsinn eigentlich. Und wofür ist die Region hier noch bekannt? Für den Pfälzer Dialekt. Ja, der heißt dann aber Pelserisch. Ja, auch. Aber für Sandstein. Hier gibt es sehr viele Sandsteinformationen, was auch dazu führt, dass hier viele am Klettern sind, weil es hier so auch Felsen gibt, an denen das wirklich sehr gut funktioniert. Und das soll heute in dem Wanderweg auch mit vorkommen. Ich habe nämlich gedacht, wenn wir hier schon wandern gehen, dann müssen wir irgendwie hier so das Typische der Pfalz mit reinnehmen, und das ist Sandstein. Und wie heißt es in der Beschreibung des heutigen Wanderweges? Ist für Geologen ein herausragender Wundwanderweg, aber auch landschaftlich. Ja, ist ein Wanderweg, der, wie es auch weiter heißt, jetzt nicht für Wanderanfänger gedacht ist, schon so eher auch so ein bisschen für Fortgeschrittene. Es wird natürlich Erfahrung, Kondition und Trittsicherheit so ein bisschen gebraucht, und belohnt wird man für sie vielen Mühen mit vielen schönen Ausblicken. Es gibt teils verschlungene, schmale Pfade und reizvolle Anblicke. Ja, hoffentlich sehen wir die auch alle, weil das Wetter lässt uns so ein bisschen im Stich. Es tröpfelt nämlich. Wir sitzen noch im Auto, aber das soll gleich vorbei sein. Wir wollen es durchziehen. Jetzt sind wir hier, jetzt wollen wir es auch durchziehen. Es kann sein, dass wir heute im Podcast klatschnass werden. Es kann aber auch sein, dass wir so gar nicht viel abkriegen, weil wir ja fast durchgehend im Wald auch sind. Ich weiß nicht, wie gut das Blätterdach da so funktioniert. Wir werden es herausfinden. Ihr seid dabei, wenn wir irgendwo zitternd in einer Hütte stehen oder an einen Baum gekuschelt oder uns irgendwo im Unterholz vergraben. Das gibt's alles heute in dieser Folge von Wanderlust und Aussicht. Ja. Richtig. Und ich würde sagen, es regnet zwar, aber lass uns doch jetzt starten und nicht noch weiter abwarten. Jo. Es ist nämlich für heute auch noch Unwetter gemeldet. Wir gehen gleich los. Noch kurz zu den Eckdaten. 9 Kilometer ist der Weg lang. 2 Stunden 45 in etwa soll man brauchen. Und man läuft den Weg im Uhrzeigersinn. Man läuft quasi einen Schwan, wenn man das Handy umdreht. Ja, stimmt. Oder ein Herzchen, wenn man es umdreht. Oder ein Huhn. Oder ein Hahn. Es sieht immer echt lustig aus, sich die GPX-Datei anzugucken. Die GPX-Datei findet ihr zusammen mit dem Podcast auf wanderpodcast.de. Könnt ihr euch runterladen, ins Handy laden und habt da so ein quasi Navi. Aber diesmal gibt es auch ein Wanderzeichen. Sieht aus wie eine rennende Ziege. Ja, Dimsbacher Buntsandstein-Höhenweg soll auch mit draufstehen. Wir fotografieren es euch ab. Ihr werdet es finden. Ja, so viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu am Ende des Podcasts und auf wanderpodcast.de/spenden. Wir wollen nämlich gern noch viele hunderttausende Folgen aufnehmen für euch und wandern. Und würden uns freuen, sofern euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns mit einer Kleinigkeit von dem Geldbetrag unterstützt. Denn ja, Kleinvieh macht auch Mist. Es ist immer viel Kilometergeld, was dann doch irgendwie auch zusammenkommt, und Zeit und die ganze Nachbearbeitung. Ich bin selbstständig und produziere Podcast gegen Spende. Und ja, wenn es euch gefällt, würden wir euch um eine Kleinigkeit bitten. Auf wanderpodcast.de ist die Kasse. Ja. Und ab in die Palz, in den Pelserwald, wie die hier sahen. Na dann auf. Auf. Und nachher wollen wir mal gucken, ob der Pelservoi wirklich sauer ist, wie man ja immer sagt.
Während wir jetzt am Wandern sind, hören wir im Podcast ein bisschen Musik und da haben wir heute von John Bartman den Titel Umlungu herausgesucht. Ist übrigens auch verlinkt mit dem Podcast und den ganzen Bildern auf wanderpodcast.de. Puh. Also der Wanderweg. Der ging ja jetzt konstant steil hoch. Und wir sind aber schnell am Laufen, weil es halt ein bisschen tröpfelt. Aber wir werden kaum nass. Und wir haben jetzt schon unser erstes Highlight. Eine Felsformation aus Sandstein. Das sieht aus, wie als hätte Obelix da ein paar Hinkelsteine hingestapelt. Hinkelsteine? Ja. Guck mal, hier hinter uns. Das sieht echt toll aus. Und man muss, wenn man sich das mal genauer anschaut, sieht man, da sind immer Löcher drin. Als hätten sich da irgendwelche Käfer reingebohrt. Der Borkenkäfer. Der Steinkäfer. Stein. Mit dem Steinbohrer. Was er natürlich nicht gemacht hat. Aber es sieht toll aus. Da kann man ja sogar durchkrabbeln durch den Felsen. Ey, das sieht toll aus. Bilder der Tour wanderpodcast.de. Wenn man jetzt so direkt davor steht, wie findest du, das sieht das aus? Wie so. Als wäre da verschiedene Sandschichten aufeinander gepackt worden. Da hat jemand sogar versucht, was einzuritzen. Das scheint wohl auch zu gehen. Hier sind überall Löcher in den Stein. Es hat hier einen Steinkäfer gebohrt. Das sieht auch überhaupt aus wie so dahin geflossen. Als ob das mal flüssig war. Und hier, man sieht überall wirklich Löcher. Als ob da so Gasblasen drin waren, so vermute ich fast. Wow, das sieht echt beeindruckend aus, muss man wirklich sagen. Also hier steht auch noch eine Informationstafel. Es soll ganze 12 Tafeln an dem Weg geben, wo man Informationen findet, auch zur Geologie. Und wir haben jetzt rausgefunden, der Brocken, vor dem wir hier stehen, das ist der Falkenstein, ist so 250 Millionen Jahre alt in etwa und ist entstanden durch Kollisionen von Erdplatten und zu Aufwölbungen eines Gebirges. Ja, der Pfälzer Wald, man sieht ihn ja hier rundherum, es ist hier sehr hügelig. Das sieht echt interessant aus. Zum Teil sind es Flussablagerungen, aber auch Dünensande. Deswegen ist er auch so unterschiedlich, auch in den Farben. Ja. Hört mal. Wir stehen unter einem Kastanienbaum. Hört einfach mal, wie schön. Es war die ganze Zeit trocken. Und irgendwie genieße ich gerade den Regen, obwohl ich einfach gar keinen Bock auf Regen, aber gerade das Geräusch und es kühlt mal runter. Die letzten Wochen, Monate waren ja auch einfach heiß. Wir nehmen hier auf Mitte Juli 2023. Es war heiß in den vergangenen Monaten. Und hier ist es schön und hier sind sehr viele Kiefern, die alle ziemlich gesund aussehen. Zumindest so weit es geht. Ist ja auch ein Mischwald. Wir sind jetzt etwa 200 Meter weitergegangen, zwischendrin noch drei solche Felsformationen. Jetzt stehen wir an den nächsten. Der hohe Kopf. Ey, und das sieht doch aus, wenn du es dir anguckst, wie so ein schön gewachsener und busy ausgefranster Schwarzwälder Schinken. Ja, dass du wieder an Essen denkst, bei dem Anblick ist mir klar. Und hier könnte man sich unterstellen, wenn es jetzt doch schüttet. Und dahin kann man sich hinlegen. Also hier sind wirklich so Felsvorsprünge, unter die man drunter könnte. Ja. Das sieht echt beeindruckend aus. Wir machen hier gerade Survival, gell? Man weiß ja nie, wohin das hier noch abdriftet. Wir machen uns jetzt ein Shelter. Ein was? Ein Shelter. Was ist denn das? Also wir bauen uns eine Hütte im Wald. Boah, sie nicht, da steht ein Felsvorsprung, kann sich drunter stellen. Super. Wir haben unsere erste Aussicht gefunden. Immer noch derselbe Berg. Immer noch derselbe Fels. Als Weidernuff, genau. Und man sieht echt schön hier in die Ferne. Und man sieht echt, dass alle Hügel schön bewaldet sind. Das sieht schön aus. Auch irgendwie gesund, der Wald. Ja. Gehen wir noch Weidernuff. Ach, schön ist es. Es klingt auch richtig hohl hier, hört mal. Das klingt interessant. Ja, wahrscheinlich durch die ganzen Wurzeln, die das ja auch irgendwie festhalten. Darunter bilden sich Höhlen, wo ja vielleicht auch Tiere wohnen. Also wenn du anklopft, kann sein, dass gleich der Fuchs aufmacht. Herr Fuchs, bitte gehen Sie wieder rein, hier gibt es nichts zu sehen.
Wir sind jetzt am Dimberg, der namensgebende Fels für den Ort Dimberg, um den wir ja hier eigentlich auch drumherum wandern. Und hier kann man sich wirklich schön anschauen, wie toll das aussehen kann. Hier sieht man wirklich wie so Waben, Lufteinschlüsse in dem Sandstein. Hier sind Höhlen, hier kann man reingehen. Falls jetzt hier wirklich Gewitter aufzieht, können wir hier auch mal uns sehr gut unterstellen. Falls hier Gewitter aufzieht und es gewittert, es ist so herrlich. Es grummelt hier mal ab und zu, aber man sieht ja nichts. Naja, in dem Podcast heute soll es eigentlich auch nicht primär um das Gewitter gehen, sondern mehr um den Buntsandstein. Denn wir sind ja hier auf dem Buntsandstein-Höhenweg. Desiree, was glaubst du, woraus das Zeug da besteht? Ja, aus unterschiedlichem Gestein. Darunter halt auch Sand. Ja, Quarzsand sogar. Also wirklich das ganz, ganz feine Zeug. Und Quarz, das kennst du auch. Ist in jeder Uhr drin. Die dann daraus den Takt generiert. Du meinst die Atomuhr? Nee, das funktioniert noch mal ein bisschen anders. Quarz ist nicht 100 pro so genau. Atomuhren sind noch viel genauer. Da kann man auf die Zerfallsprozesse noch ein bisschen anders nutzen. Und hier beim Quarz geht das etwas einfacher, das ist auch etwas günstiger. Und deswegen sind die meisten Uhren sind Quarzuhren. Und da ist ein Quarzstein drin, dessen Chemie man nutzt, um daraus dann den Takt zu generieren. Ist ein bisschen kompliziert, man braucht gar nicht jetzt dran abschweifen, aber daraus besteht das hier. Und was macht man noch aus Quarzsand? Keine Ahnung. Glas. Gut. Und hier wurden ja auch viele Gebäude aus Sandstein gebaut. Es wurde ja hier auch abgebaut, hier in der Gegend. Und Kirchen und Kram zu bauen. Weißt du, was mir an der Infotafel gerade Besonderes auffällt? Du siehst genau, wo wir sind und wie weit wir schon gelaufen sind. Siehst Stimmt, du das hier? Hier ist ein Längen- inklusive Höhendiagramm drin. Es geht gleich noch höher. Es geht noch mal ein Stück höher, aber wir sind schon ziemlich weit oben. Ja. Wir sind jetzt bei Kilometer 1,3 geschätzt. Von 9. Nee. 9,3 oder so, ja. Ah ja. Gefällt dir bisher der Weg? Ja, doch. Ich finde auch, das sind interessante Aussichten hier. Was man so noch nie gesehen hat. Wir sind jetzt runtergewandert von der Felsformation und laufen jetzt einen normalen Waldweg entlang. Hin und wieder gucken noch mal irgendwo Felsen raus. Oder Pferdeäppel. Ja. Desiree, wie würdest du das Wetter heute beschreiben? Also es hat ja vorhin schon mal ein bisschen gegrummelt. Wie würdest du die Temperatur beschreiben? Die Temperatur ist angenehm. Luftfeuchtigkeit liegt bei 150%. Genau, es könnte auch der Dschungel hier sein. Ja, also... Herr Ohnewitz, ich bin ja froh, dass ich ein schnell trocknendes T-Shirt anhab, weil es klebt. Wir müssen rechts. Ja. Es geht jetzt wieder hoch. Okay. Ich würde das Wetter auch so beschreiben, wenn ich einen Hefeteig mache, soll man ja kein zu warmes, aber auch nicht zu kaltes Wasser nehmen. Und da habe ich mir angewöhnt, Wasser so einzustellen, dass du nicht sagen kannst, es ist warm oder kalt. Körpertemperatur. Ja, und das hat das Wetter hier auch gerade. Bah, babbisch ist es. Wie wir in Hessen sagen, babbisch. Wir sind ja in der Pfalz, wir sagen denn die babsch, oder was? Die Rede pelserisch, das klingt so ähnlich wie hessisch. Das hat durchaus teilweise echt viele Überschneidungen. Oi, guck nicht nach vorne. Es geht wieder hoch. Deswegen mache ich jetzt aus, weil wenn ich hochgehe, dann schnaufe ich. Es ging jetzt wieder berghoch, zum Teil auch nur Sonne. Sehr langsam. Oh, die Sonne kommt raus. Entschuldigung. Es soll auch vor heute kein Gewitter mehr kommen hier. Also wir haben jetzt wirklich Glück mit dem restlichen Wetter. Toll, und jetzt bin ich wieder hier oben, jetzt wo die Sonne kommt. Jetzt haben wir nur noch schönes Wetter. Es soll kein Regen und kein Gewitter mehr kommen. Ja, so kann sich das Wetter wandeln. Ich habe mich gerade mal ein bisschen hier ausgeruht und du hast mal einen kleinen Abstecher gemacht. Hier ist nämlich der Felsenweg ausgeschildert. Desiree, wie weit war denn? Was hast du gesehen? Also, hier ist ein Schild und da steht Vierburgenblick. 0,3 Kilometer steil runter von der Bank, wo du gesessen hast. Und es war echt, das letzte Stück war ein bisschen creepy, also für
andere wieder easy. Ich bin ja eher schisserisch, wenn es runtergeht. War's und es so komisch war. Ja, ein bisschen. Oh, das ist doch schön. Aber der Blick, ich habe zwar nur zwei Burgen auf die Schnelle gesehen, wie gesagt, es war aber auch eben keine Sonne da. Danke, Petrus. Aber ein fantastischer Blick. Es war eine Hütte da, es war eine Sitzgelegenheit mit dem Tisch. Das Bild, das kommt auf die Website, dann seht ihr das, aber herrlich. Also wenn dann noch die Sonne geschienen wäre, berghoch war wieder. Ich habe eine Idee, warum du nur zwei statt vier gesehen hast. Ha? Wenn die Pelzer hier am Wandern sind, dann haben die so viel von ihrem sauren Woi getrunken und dann sehen die halt vier Burgen. Oh. Komm, alter Mann, wir gehen mal weiter. Und wir gehen einen Weg hoch und jetzt mach die Augen auf und geh weiter hoch. Wir erklimmen einen Felsen und haben eine Aussicht über den sonnigen Pfälzerwald. Alter, ist das geil. Komm mal hier rüber ein Stück. Es ist auch furchtbar windig. Ich hoffe, es ist nicht ganz so verwindet hier das Audio, nicht ganz so verrauscht. Alter. Wir stehen auf einem Hügel aus Sandsteinfelsen und man sieht hier wirklich so kleine Hügel, soweit das Auge reicht und alles komplett grün. Wow, atemberaubende Aussichten. Komm, das ist ein Selfie wert. Das ist ein Selfie wert. So, jetzt hört ihr mal, wie wir ein Selfie im Podcast machen. Aber, du hast den Arm höher, das ist so unfair. Das liegt daran, dass du ein Minion bist. Arschloch. Auf dem wir hier laufen, ey, das ist echt hier Sandstein, aber mit Wurzeln zwischendrin. Ja. Und jetzt gehen wir mal an die Klippe, komm mal mit. Mal da runter gucken. Nee. Wow. Nee. Oh. Runter zeig's mir. Da kannst du selber runter gucken. Nee. Da geht's weit runter und das ist atemberaubend. Wir melden uns gleich wieder, wir müssen jetzt mal die Aussicht genießen. Wir hatten dann irgendwann, es hat lange gedauert, dann doch mal gesagt, wir gehen weiter. Die Aussicht war einfach wow. Hammer. Bilder. Dann ja die Sonne rauskam. Richtig, bilderwanderpodcast.de. Und danach ging es jetzt ganz lange runter. Und jetzt sind wir eigentlich in dem Wald, den wir von oben als Aussicht gesehen haben. Nur man sieht leider diese Formation nicht von hier unten. Na, vielleicht gleich. Vielleicht gleich, ja. Aber man muss dazu sagen, wir hatten zwischendurch Wege. Moment, ich muss einem Mistkäfer helfen. Gleich bin ich wieder für euch da. Ich drehe bekanntlich auch Mistkäfer um, wenn die noch leben. Der Weg war sandig. Ja. Richtig weicher Sand. Trocken und sandig. Ja, so richtig, boah, krass. Das ist halt Sandstein. Irgendwann wäscht sie es aus und irgendwo sammelt es sich dann. Der Hammer. Jetzt haben wir wieder hier. Hier ist noch ein bisschen Schotter beigemacht worden. Mir fiel das Wort gerade nicht ein. Ja, aber ist auch so leicht rötlich. Diese Sandsteinfarbe, die zieht sich hier durch. Und ständig krummelt es irgendwo. Ja, das ist 30 Kilometer weiter ist das Gewitter. Und laut Prognose gibt ja heute so tolle Apps, die das da zurecht rechnen. Wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz und Kram. Heute kommt hier nichts mehr. Jo, ja. Gott sei Dank, wir haben echt Glück gehabt. Wir waren nämlich echt am Überlegen, ob wir am Auto schon abbrechen oder durchziehen. Also ich für meinen Teil, ich war jetzt wie gespalten, weil ich bin ja Gutwettermensch. Aber ich habe gesagt, komm, jetzt ziehen's durch. Zwischendurch habe ich es bereut. Jetzt bin ich froh, dass wir es getan haben. Mal gucken, wie es ist, wenn wir am Auto angekommen sind. Klatschnass, entweder geschwitzt oder geregnet. Das ist so krass, entweder man ist geschwitzt, dann kommt der Wind und man denkt so, oh oh, hoffentlich wird man nicht krank. Ne? Aber es ist so, es ist nicht so wie unsere anderen Wandertouren an Rhein, Mosel und Lahn, aber es ist anders geil. Aber ne, das Wetter ist jetzt nicht unbedingt typisch für die Region, das ist Zufall. Kommt trotzdem gerne hierher. Das ist das Zufall, das ist logisch, es ist halt Sommer, das... Der ist halt manchmal einfach auch wie der April. Genau. Ach, herrlich.
Huiuiui, das ging jetzt wieder ganz schön hoch. Und jetzt sind wir am nächsten Felsen, der den Namen Horn trägt. Himmel, läuft das Sabber nur noch so vom... Du siehst auch so scheiße aus. Ja, wir schwitzen gewaltig. Wobei ich gerade noch zu Desiree gesagt habe, es ist eigentlich sehr angenehm, dass wir hier im Wald laufen. Denn wenn die Sonne auf einen runterbrüten würde... Das wäre grausig. Das wäre schlimm und das hast du hier halt kaum, weil der Wald echt dicht ist und das ist sehr schön. Und das Gute ist, es weht auch immer noch ein bisschen Wind, aber trotzdem, wenn der Wind nicht weht, habe ich auch im Wald den Eindruck, aktuell die Luft steht. Nehmt euch, wenn ihr die Tour macht, viel Trinken mit. Wir sind jetzt am nächsten Felsen und hier sieht man sehr eindrucksvoll, dass der Felsen aus verschiedenen Farben besteht. Er ist mal rötlich und mal gelblich. Desiree, was meinst du, woher kommt das? Durch die Jahrtausende, wo der Fels sich aufgetürmt hat, würde ich fast vermuten. Ja, der hat ja insgesamt 4 Millionen Jahre gebraucht zur Entstehung. Ein bisschen mehr. Hat mit Jahrtausenden. Vor so etwa 250 Millionen Jahren hat er ein paar Millionen Jahre gebraucht, um zu entstehen. Und da war das Klima sehr unterschiedlich. Es war zum Teil echt trocken und heiß. Und dabei hat sich Eisenoxid gebildet. Das ist rötlich. Und das Rote, was du siehst, ist tatsächlich Rost. Und an den Stellen, an denen es gelb ist, da ist halt das Klima so gewesen, dass sich das nicht bilden konnte. Das muss man sich ja echt noch vorstellen. Hier alles vulkanisch, die Atmosphäre ohnehin voller Gase und Chemikalien. Und da haben halt solche Prozesse dazu geführt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo wir ja doch eine relativ saubere Luft haben. Abgesehen von ein bisschen zu viel CO2, was wir aus den Fossilien ja wieder rausholen und in die Atmosphäre verfrachten. Davon war ja früher auch sehr viel drin. Bis es ja dann fossil wurde. Ja, ist doch interessant, was man hier geologisch noch alles lernen kann über diesen Sandstein hier. Und jetzt gucken wir uns den nächsten Felsen an und verschnaufen erst einmal, weil es war schon steil. Richtig. Wir sind jetzt sehr lange immer weiter zickzack den Berg wieder runtergelaufen, den wir uns eben zickzack hochgequält haben. Gequält. Und haben jetzt hier den nächsten Felsen, der Käshävel. Und hier hängt wieder eine Infotafel, die hängen ja hier an sehr vielen Stellen. Und hier geht es so ein bisschen auch darum, ob diese Felsen lebensfeindlich oder lebensfreundlich sind. Und ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Denn so kleine Pflanzen finden hier auch schon die Möglichkeit zu leben. Sonst für Pflanzen eher weniger. Aber für Tiere ist es sehr wichtig. Zum Beispiel so kleine Höhlen da drin, also Rückzugsorte. Und interessant finde ich zum Beispiel, dass es hier auch Luchse, Wildkatzen, Mauereidechsen, Fledermäuse und verschiedene Insektenarten gibt. Wo der Luchs ja dann doch schon irgendwie so selten geworden ist. Oder eine Wildkatze. Findest du, dass die selten sind? Wildkatzen sind sehr selten. Mittlerweile. Okay. Die Hauskatze hat sie natürlich auch so ein bisschen mitverdrängt. Ja, gut, okay. Die findest du halt ja mittlerweile auch eigentlich schon noch im Tierpark, gell? Ja, und Wildkatzen sehen eigentlich aus wie Hauskatzen, aber sind tatsächlich biologisch, stammt die Hauskatze von der Wildkatze ab. Aber dazwischen ist noch eine ganze Menge. Also. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass dann die Hauskatze in den Wald läuft und sich dann mit der Wildkatze verpaart und so. Das kommt eigentlich eher nicht vor. Eher selten, ja. Ja. So viel haben Hauskatzen und Wildkatzen ja auch nicht gemeinsam. Das stimmt. Das ist jetzt keine liebe Mieze da im Wald. Die wird auch aus dem Weg gehen. Der Mensch, wo die Hauskatze ja doch sich an den Mensch sehr gewöhnt hat und ihn jetzt beherrscht. Ja. Ja, wir haben heute eine sehr interessante Katze gesehen, dass bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Desiree, was war das für eine? Ich weiß den Begriff nicht. Für mich war es eine Nacktkatze mit ein bisschen Flaum. Mhm. Die Rasse hatte aber einen speziellen Namen. Ich habe ihn vergessen, aber schön. Die hatte unfassbar große Ohren. Und unfassbar große blaue Augen. Und das Fell war so echt, also 3 Tage Bart ist länger gefühlt. Ja, aber der... Und ganz weich. Ja, schön. Ja. Das war nicht schön, Katja. Das hätte ich nicht gedacht. So, mal gucken, wie weit wir gleich noch laufen. Wir müssen ja gleich irgendwie durch den Ort. Genau, laut der Tafel sind das hier noch so gut 1,5 Kilometer.
Und ja, wir laufen jetzt gleich mal durch den Ort, denn Dimbach haben wir noch gar nicht gesehen. Und ich vermute, das ist sogar so eine Art Sackgasse, weil sonst hätten wir ja irgendwo mal die Straße wieder queren müssen, die auf der anderen Seite aus dem Ort rausführt. Und das haben wir nicht. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir waren durchgehend im Wald. Wir waren auch nicht einmal raus aus dem Wald. Das ist vielleicht auch nochmal eine Anmerkung, wenn es richtig heiß ist. Hier ist es kühl, weil immer Bäume. So, gehen wir weiter. Ja, ja. Ja. Gerade so ein Mittagstief, kennst du das? Ja, andere Wanderwege, da kann man zwischendrin mal einen Kaffee trinken oder so. Ja. Das gibt's hier gar nicht. Vor allen Dingen, ich finde, hier waren auch jetzt nicht so viele Sitzgelegenheiten. Wie viele Bänke hatten wir denn jetzt? 4? Am Anfang waren mehr, die wurden weniger. Ja. Es gibt aber welche. Ja. Und das Wanderzeichen hängt sehr oft und gut, das ist schön sichtbar. Richtig. Ich glaube, wir haben zweimal die GPX gebraucht, weil vielleicht ein Baum umgestürzt war, wo es dran war. Ansonsten aber sonst sehr schön ausgeschildert, ja. Man guckt eigentlich so irgendwie ein bisschen in die Wege rein und sieht dann meist in der Ferne schon eins. Jo. So, trotten wir weiter. Weiter geht's. Ist das nicht unheimlich, wie die Bäume quietschen? Ja, die liegen aber auch. Die sind ja teilweise hier richtig tot. Ja, wenn es hier ein bisschen stärker weht, der Wind, dann fällt der um. Jetzt sind wir endlich aus dem Wald raus. Wieso denn endlich? Nach Stunden gefühlt. Guck mal, liegt ein Krug. So, und hier kommen jetzt erste Häuser. Jetzt laufen wir mal durch den Ort. Und ja, man kommt da rein. Hier sind erstmal Gärten. Johannisbeersträucher. Ja, ein bisschen Obst. Oh, die sind schon Rosinen. Die könnten noch gut sein. Wie nennt man vertrocknete Johannisbeeren? Das weiß ich nicht. Vertrocknete Weintrauben sind Rosinen. Also schön hier, kleine Einfamilienhäuschen. Scheint so ein kleines, schnuckeliges Örtchen zu sein, in dem man so seine Ruhe hat, bis auf die Wanderer, die hier als kommen, ja, weil sie den Podcast hier gehört haben und jetzt hier ständig rumlaufen. Aber das wertet ja auch einen Ort irgendwie auf. Das stimmt. Vor allem, wenn man hier so schön wohnt, muss man ja damit rechnen. Ach, guck mal, die kriegen den Strom von oben, hä? Nee, das ist nur die Zuleitung. Aber schön. Wobei, doch, hast recht, da ist ja auf den Dächern... Ja, die kriegen hier Strom noch vom Dach. So war das früher, liebe Kinder. Guck mal, da vorne das Haus mit diesem Hund. Oder das ist die Kirche sogar. Das könnte die Kirche sein oder eine Art Rathaus. Mhm. Ach, leben die hier auch schön. Es ist idyllisch hier und ruhig. Ja. Also im Pfälzerwald, da hat man seine Ruhe. Ja, die Arbeiten, die wir eben immer mal gehört haben, so Sägen und so, sind jetzt aus. Die haben jetzt als Feierabend. Ist aber auch Wochenende. Aber Samstag, da hat man immer was gut, Samstag, zu klar, da geht mein Wald noch Holz machen. Ist so. Oh. Unsere Eltern haben Samstags auch daheim alles Mögliche noch gemacht. Ja, und jetzt, wenn man die Kirche anschaut, auffällig, aus was ist die gebaut? Sandstein. Ja, das, was man hier hat, in rauen Mengen. Der Ort Dimbach geprägt durch Fachwerk, aber überwiegend auch Sandsteingebäude und wenn wenigstens der Sockel aus Sandstein war. Und er besteht aus Reinfahren, Kreisel, Rausfahrt. Genau so, ein Sackgassenort. Wir laufen jetzt auf der Hauptstraße. Wo nicht viel Verkehr ist. Ja, gute 500 Meter, nee, 300. 300 Meter. Und da das ja Sackgasse ist, fährt hier wenig, das kann man machen. Alternativ kann man Ortsausgang schräg rechts hoch, geht allerdings nochmal hoch und danach muss man nochmal zickzack runter, also das runter, was man am Anfang der Tour gemacht hat. Ja, okay, kann man machen. Aber man kann auch das kleine Stück hier einfach an der Hauptstraße laufen. Ja, es ist ja wirklich kein Verkehr hier. Ja. Ja, gleich sind wir im Auto und dann gucken wir mal, wie die Tour so war. Man kann übrigens auch mit dem Bus kommen. In dem Ort ist eine Bushaltestelle in Dimbach. Und dann kann man bequem von dort aus starten. Da ist sogar eine Mitfahrerbank. Ja, modern sind sie hier. Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt.
und sind jetzt ja hier den Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg gelaufen. Er sollte 9 Kilometer haben, 2 Stunden 45 sollte man brauchen. Und der Anspruch sollte etwa so mittel sein. Das war er. Das war er definitiv. Steiler hätte es noch sein können, theoretisch. Aber für Anfänger nicht unbedingt geeignet, aber... Ja, man braucht ein bisschen Kondition. Also wir haben schon schlimmere Wege gehabt. Wie lange waren wir denn unterwegs? Wir waren insgesamt fast 4 Stunden unterwegs. Oh. Aber wir haben ja zwischendurch Pausen gemacht. Ja. Also bereinigt 3,5. Ja, 3,5 Stunden. Hm. Wie lange sollte er dauern? 2,45. Ja, 3/4 Stunde länger haben wir dann. Ja. Weil wir haben aber auch zwischendurch aufgenommen. Ich habe ja auch nicht immer... Pause gemacht bei allem also Möglichen. Heißt, ne? Ihr müsst die Laufzeit vom Podcast noch abziehen von dem Wert. Ja. Ja. Knapp 12 Kilometer in deiner Rechnung waren es. Ja gut, ich bin aber auch zu einem Aussichtspunkt, wo du nicht mit bist. Wir sind wollten zu einem Aussichtspunkt, sind dann aber umgedreht, ja, weil da keiner wirklich war. Und oder die wir? Ortung ist ja immer nie so ganz genau. Der Originalwert bezieht sich ja wirklich auf die gerade Linie, die über den Weg geht und nicht das, was man zickzack hin und her geht. Und ich musste sagen, man musste viel zickzack hin und her laufen bei den Wegen, ja, gerade berghoch, bergrunter. Dann waren da so viele Wurzeln, da konntest du gar nicht einfach gerade über einen Weg laufen. Das ging nur so. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit gehabt von 54%. Nur? Ich hätte mehr geschätzt. Hätte ich auch. Ja. Hätte ich auch. Naja. Ja. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Wanderlust und Aussicht aus dem Pfälzerwald. Wir wollen euch nochmal auf unsere Internetseite verweisen, wanderpodcast.de. Ihr findet uns auch bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns bei Mastodon. Da schaut da einfach bei uns auf die Webseite wanderpodcast.de. Oben in der Zeile sind die Profile verlinkt und über die könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und da gibt es auch immer mal Bilder zwischendrin oder kleine Videos von den Wanderungen. Das lohnt sich da auch mal reinzuschauen. Dann sei noch mal angemerkt, ja, wir machen das, weil wir da Bock drauf haben. Es macht dennoch, verursacht es Kosten und viel Zeit in der Nachbereitung, dass das nachher so schön hörbar wird, wie ihr das hier gewohnt seid. Ich bin selbstständig, produziere Podcasts und mache das auf Spendenbasis. Das bedeutet, wenn euch das gefällt, würden wir uns doch freuen, wenn ihr uns eine Kleinigkeit überweist. Was auch einige Hörerinnen und Hörer machen, die haben einen Dauerauftrag eingerichtet mit so Kleinstbeträgen, so unter 5 Euro. Das aber regelmäßig, alle Monate oder alle 2-3 Monate. Und Kleinvieh macht ja auch Mist. Und dadurch kann ich mir diese Arbeit finanzieren, denn ich arbeite nur in Teilzeit, damit ich für euch Podcasts wie Wanderlust und Aussicht machen kann, aber auch noch einige andere Formate. Ja, deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr unser Sparschwein klingen lasst. Und das gibt es auf wanderpodcast.de/spenden. Und wer nichts geben kann, ist das völlig in Ordnung. Denn wir machen es trotzdem und gerne. Nicht wahr, liebe Desiree? Richtig. Oh, jetzt brennt die Sonne wieder, gell? Jetzt ist die Sonne da hier. Am Anfang der Tour. Wir hätten es fast abgebrochen, weil Gewitter gemeldet war. Nee, weil es aber auch gewittert hat. Ja, hat es. Hier 30 Kilometer weiter ging die Welt unter. Richtig. Und hier war Sonne. Und dann wir haben ja immer mal in die Wetter-Apps geguckt. Das ging echt nur unter Beobachtung der Wetter-App. Wo zieht's lang? Okay, es zieht alles an uns vorbei die nächsten Stunden. Wir können weitermachen, sonst hätten wir es auch pausieren oder abbrechen müssen. Und haben auch am Anfang der Tour schon immer geguckt, oh, hier ist ein Felsvorsprung, hier könnte man auch mal eine Viertelstunde sich reinstellen. Und auch sicher nicht nur vor Regen, sondern vor allen Dingen vor Gewitter sein. Aber haben wir zum Glück nicht gebraucht. Ja, ein paar Tröpfchen, die kamen aber nicht mal richtig durch. Trittfeste Schuhwerk, sei gesagt, ist sehr wichtig. Oh ja, das stimmt. Das ist diesmal also sehr wichtig. Also bitte hier nicht mit Pantaletten, wie heißen die? Crocs, Pantoffeln. Das sind Hausschuhe. Nein, die hat keine Ahnung. Oder sonst was hier langlaufen, Flipflops, Sandalen auch nicht. Also man braucht schon. Ich war ganz froh, dass ich wieder die Wanderschuhe. Ich wollte sie erst nicht anziehen, denn komm, zieh sie an. Ich bin auch ganz froh drum. Festes Schuhwerk reicht, Wanderstuhe sind besser. Richtig. Damit verabschieden wir uns aus der Pfalz. Hier sagt man ja nur Palz. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch eine Flasche von dem sauren Pelzer Woi herkriegen und mal gucken, ob der wirklich sauer ist. Macht's gut. Ciao. Das war Wanderlust und Aussicht. Ein Podcast über das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn. Wanderkarten, Fotos und weitere Informationen zu den Wanderstrecken gibt es auf
wanderpodcast.de. Dieser Podcast ist ein hörerfinanziertes Angebot. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wanderpodcast.de/spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de.